Lalalala. Hey, was machst du denn wieder hier und willkommen zu einem neuen Video. Vergesst auf jeden Fall nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken, denn dann verpasst du kein Video mehr. Und wenn auch du eingeblendet werden möchtest, dann schreib irgendwas Nettes unter das Video über mich und Lex, was wir so machen können oder sowas. Und dann kann ich das für dich tun. So, und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen spazieren oder wir gehen zu Lex. Oh ja, wir gehen mal zu Lex und schauen, was er so macht. La 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 la. Hier wohnt er ja auch schon. Ich hoffe mal, er ist zu Hause. Mal sehen. Ein Moment, ich komme. Oh, hallo Iki, ne? Hey Lex, na, wie geht's dir? Gut, schön dich zu sehen, Iki. Was machst du gerade? Ich war eigentlich gerade nur zu Hause und habe eigentlich ein bisschen hier zu Hause gechillt, aber jetzt ist mir ziemlich langweilig. Gut, dass du herkommst. Willst du irgendwas machen? Ja, hast du Lust zu spielen? Ja, klar. Immer doch. Aber was willst du denn genau spielen? Was können wir denn alles spielen? Wir könnten Fußball spielen, wir könnten Basketball spielen, wir könnten Verstecken spielen. Verstecken! Oh ja, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Oh Mann, auf Verstecken habe ich gerade richtig, richtig Lust. Oh, so richtig, richtig. Aber so richtig, richtig. Wer versteckt sich denn dann als erstes? Kannst du gut suchen? Ja, ich bin schon ein ziemlich guter Sucher. Dann verstecke ich mich als erstes und ich wette, du wirst mich niemals finden. Ach, glaubst du das? Okay, dann würde ich sagen, top, die Wette gilt. Haha, aber ich warte dann einfach mal hier und zähle dann bis 30 und dann mal gucken, ob ich dich finde. Okay, dann viel Glück. Alles klar, bis gleich. 1, 2, 3, 4. So, Leute, wir verstecken uns. Am besten hier, oder? Ich verstecke mich einfach hier. Hier wird mich Lex niemals finden. So, mal sehen, wo Lex so bleibt. Oh, er zählt dann noch. Gleich kommt er bestimmt. Oh, oh, ich bin so aufgeregt, Leute. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Okay, pssst. Wo könnte er denn sein? Oh, oh, er ist genau neben uns. Ist er hier irgendwo hinterm Baum oder so? Er wird mich niemals finden. Hey, ich hab dich gehört, Iki. Oh nein, er hat mich gefunden. Was ist das denn für ein Versteck? Du hast dir ja nicht viel Mühe gegeben. Oh, Lex, du bist echt gut. Da muss ich nächstes Mal wohl einen draufsetzen. Okay. Ja, aber ich hätte dich ja sogar fast sehen können von da aus, wo ich gezählt habe. Du musst dich schon ein bisschen besser verstecken. Na gut, okay. Du bist echt gut, Lex. Hätte ich nicht gedacht. Na klar, das habe ich doch gesagt. Okay, dann zähle jetzt ich. Moment. Alles klar, ich laufe dann schon mal los. Haha. Okay. 1, 2, 3, 4. Was kommt nochmal nach 4? 5, 28, 29. Versteckt oder nicht? Ich komme! So, Leute, wollen wir mal nachschauen? Lex war echt gut im Suchen. Das heißt, er ist wahrscheinlich auch sehr gut im Verstecken. Wollen wir mal im Supermarkt nachschauen? Das sieht nicht so aus, wenn da jemand drinne wäre. Oh, Lex ist bestimmt echt gut im Verstecken. Am besten, ich schaue mir erstmal von hier oben runter. Dann werde ich ihn bestimmt sehen vielleicht. Kann ich da irgendwie hoch? Oh, hier hinten ist eine Leiter, das wusste ich ja gar nicht. Okay. Im Wasser ist er nicht. Oh, ich dachte gerade, das Rote da wäre Lex, aber das ist ja nur eine Blume. Wo könnte er denn sein? Vielleicht bei Bello im Hundehaus? Hinterm Briefkasten ist er auch nicht. Ich dachte schon wieder da hinten die Blume, das wäre Lex, aber das ist ja nur eine Blume. Wo könnte Lex sein? Vielleicht in Alphas Haus? Dann gehen wir mal hier lang. Und hepp. Okay. Vielleicht bei der Polizei? Nee, das würde er niemals machen. Vielleicht hier bei dem Mülleimern. Oh, das ist ein super Versteck. Da kann ich mich nächstes Mal vielleicht verstecken. Wo ist Lex? Wir schauen hier mal rein. Lex, Mäuschen, piep einmal. Er scheint wohl nicht hier zu sein. Er hört mich bestimmt nicht mal. Okay, dann würde ich mal sagen, wir schauen
Hier im Kuchenladen. Lex? Oh, ich habe gerade was gehört. Lex, es muss hier irgendwo sein. Haben Sie Lex gesehen? Nein, haben Sie nicht? Das glaube ich Ihnen nicht. Er ist bestimmt hier oben irgendwo. Vielleicht auch nicht, aber ich schaue trotzdem mal. Was ist das denn? Aha, hab dich! Oh, du hast mich gefunden. Oh, das ist aber echt ein gutes Versteck. Ha, du hast aber lange gebraucht, um mich zu finden. Da habe ich dich aber viel, viel schneller gefunden. Das war echt ein gutes Versteck, Lex. Ha, aber jetzt würde ich sagen, muss ich wieder zählen und du versteckst dich. Okay, gut. Bleibst du hier oder gehst du zurück? Ich würde sagen, ich bleib hier, aber diesmal musst du dich richtig gut verstecken. Okay, okay, okay. Okay, bis gleich. Eins, okay, Leute. Zwei, drei. Die müssen uns jetzt richtig, richtig gut verstecken. Wollen wir das bei den Mülltonnen machen oder woanders? Bei den Mülltonnen war schon echt ein hartes Versteck. Wenn wir uns hier gut verstecken, wird uns Lex niemals finden. So. So, ich lege mich einfach hier so hin. Hier sieht mich Lex bestimmt nicht. Okay, er müsste jeden Moment kommen. So, mal sehen, ob Lex irgendwann kommt. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, er kommt. Psst, Leute. Vielleicht hier in dem Klamottenladen? Er wird uns niemals finden. nee. Vielleicht, in der Polizei, da ist er bestimmt. Oh, er kommt in unsere Nähe. Ist er hier irgendwo? Nee, es scheint nicht so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er gar nicht mal so weit entfernt ist. Vielleicht irgendwo. Hier hinter diesem Werbeschild. Nein, hier ist er auch nicht. Hier ist nur ein Huhn. Habe ich da gerade etwa was gehört? Nein. Iki? Iki, bist du hier irgendwo? Iki! Du Schmutzfink, was machst denn du bei den Mülltonnen? Oh Mann, du bist echt gut, Lex. Ha, hier ist so ein Ei. Mano! Das war aber super einfach. Warum versteckst du dich denn bei den Mülltonnen? Und du darfst nicht so kichern, wenn ich in deiner Nähe bin. Das hat echt gestunken. Boah, das würde ich an deiner Stelle nicht nochmal machen. Da habe ich mich noch nie versteckt. Okay, ich würde sagen, jetzt musst du nochmal zählen und dann verstecke ich mich wieder. Na gut, okay, dann zähle ich jetzt hier. Alles klar, bis gleich. Eins, zwei. Hey, ich habe ihn gerade gesehen. Hehehe, das ist ein kleiner Vorteil. 28, 29. Versteckt oder nicht, ich komme. So, diesmal werden wir Dix ganz schnell finden. Wo könnte er sein? Im Polizeipräsidium? Eigentlich ist das ja verboten, da reinzugehen. Parkhaus! Hier könnte er wirklich sein. Oh. Jetzt habe ich die Garage zugemacht. Hab! Oh, ich dachte, das wäre Lex. Das ist ja gar nicht Lex. Okay, ich glaube, hier darf man gar nicht rein. Ich gehe mal lieber hier raus. Aber die Garage war offen. Haha! Was gehört? Oh nein! Ich höre ihn. Lex? Lex? Vielleicht nochmal draußen? Lex, ich hab dich! Haha! Hier bist du! Das wurde auch mal Zeit! Das Versteck war mega gut, oder? Ich glaube, dieser Laden hat noch gar nicht auf. Oh Mann, das ist ja echt gemein von dir, dass du in einen geschlossenen Laden gehst. Aber es ist doch schon irgendwie ziemlich nett hier drin. So ein Blumenladen ist schon eine coole Sache. Oh, nicht schlecht, das Versteck. So, jetzt bist du noch einmal dran. Jetzt verstecke ich mich. Wenn du mich jetzt nicht findest, dann habe ich gewonnen. Alles klar, ich zähle dann schon mal. Eins. Okay, Leute, wir suchen uns jetzt ein richtig, richtig gutes Versteck, wo uns Lex niemals finden wird. Ich habe auch schon eine gute Idee. Wir gehen einfach hier in diesen Bagger. Und hier wird er uns niemals finden, auch wenn das ziemlich gefährlich ist. Die wird uns Lex niemals finden. Das ist das super OP-Versteck. er müsste jetzt schon suchen kommen eigentlich. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Oh, er kommt. Wo ist er jetzt wohl? In meinem Garten zufällig? Bello, hast du Iki gesehen?
Also Wuff sagt mir jetzt nicht viel. Er ist in seinem Haus, Leute. Er wird mich niemals finden. Iki, bist du hier drin irgendwo? Er hat ja auch gar keinen Haustürschlüssel. Wie soll er hier einfach so reinkommen? In der Kirche ist er bestimmt. Da drüben war Lix, aber er sieht mich nicht. Bist du hier drin, Iki? Iki? Mach mal Pieps. Pieps. Hä? Was war das denn? Pieps. War das eine Maus oder war das... Das war Iki. Iki, bist du hier beim Diamantsee? Nein. Hä? Das kam von hier drüben. Er findet mich niemals. So, ich leg mich wieder hin. Iki, bist du da irgendwo beim Bagger? Er ist hier. Du weißt schon, dass Baustellen ziemlich gefährlich sind? Iki? Bist du hier irgendwo? In der Schaufel? Nein. Hier in dem Loch? Iki? Oh! Was machst du denn da? Oh, Iki, das hast du gefunden! Auf. Nicht, dass der Bagger einfach so losfährt und über dich drüber rollt. Ach Quatsch, da ist doch keiner drin, Lix. Das sieht doch jeder. Oh, da sagst du was. Aber das war schon ein krasses Versteck. War gut, oder? Das hätte ich niemals gefunden, wenn du nicht Piep gemacht hättest. Oh ja, deswegen habe ich auch Piep gemacht, weil es echt schwer war. Du kleiner Piepmatz. So, und wenn dir das Video gefallen hat und wir öfter Verstecken spielen sollen, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und ich würde sagen, das war's. Schönen Tag noch und tschüssi. Tschüssi.